Schwere Unwetter sind gestern Abend und in der Nacht über Deutschland gezogen. Hochwasser, Überschwemmung. Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen. In Nordrhein-Westfalen musste die Feuerwehr zahlreiche Keller leerpumpen. Straßen wurden überspült. Was man da jetzt von oben sieht, ist wirklich ein Bild der Katastrophe. Derzeit überfliegen wir Erfstadt Blessem. Am Mittwochabend wurden in den Stadtteilen Bocklemünd-Mengenich und Longerich zwei Tote in vollgelaufenen Kellern gefunden. Aktuell gibt es massive und ganz schnell fortschreitende Unterspülungen von Häusern und Bauwerken. Zahlreiche Städte und Gemeinden melden Evakuierungen und Vermisste. Fassaden durchbricht, die Regenflut einfach, Treppenhäuser überschwemmt sie. Was geht? Willkommen zu einem sehr, sehr spontanen, sehr, 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 sehr ernsten und sehr, sehr, sehr kurzen Video. Ihr habt es alle mitbekommen, ihr seht hier nochmal die Schlagzeilen, beziehungsweise ihr werdet es alle gesehen haben auf TikTok, Zeitungen, Social Media sind voll damit. Es gab eine riesige Hochwasserkatastrophe in verschiedensten Teilen im Westen von Deutschland. Unter anderem sind betroffen Ahrtal, Erfstadt und auch die Eifel, aus der ich selber komme. Wir sind am Freitag super spontan mit dem Auto von Cengiz runter in die Eifel gefahren, haben das Auto vollgeladen. Das ist ein Pickup-Truck und kennen uns auch in der Gegend aus. Wir waren unter anderem in der Gegend von meiner alten Schule, haben Konserven verteilt und so ein bisschen Wasser und so weiter und so fort. Das Video dient aber jetzt auch gar nicht dazu, jetzt irgendwie großartig über diese katastrophale Nacht und die Stories, die wir da gehört haben, zu berichten. Das habe ich gestern im Stream so ein bisschen gemacht und will das auch gar nicht an die große Glocke hängen. Primär geht es mir jetzt um Folgendes. Ihr seht, wie gesagt, so einzelne Bilder im Hintergrund, dass wir jetzt sehr, sehr spontan und sehr, sehr schnell gemeinsam mit Dustin, der im Umkreis von Gronkh, der ja auch betroffen ist, arbeitet, einen Spendenstream aufgerufen haben. Wir haben uns zusammen mit Better Place Gedanken gemacht, wie wir das am schnellsten und am coolsten umsetzen können und haben Folgendes ins Leben gerufen. Die Aktion heißt Swap. Wir haben uns, wie gesagt, super schnell hingesetzt, ein OBS-Layout entworfen, ein Spendenkonto bei Better Place eingerichtet, wohin alle Spenden gehen, einen Spendencounter und ein Alert-System ausgearbeitet. Beziehungsweise hat das primär Dustin übernommen. Kurs geht raus, Dustin, du bist einfach der Beste. In der Zwischenzeit haben wir auch einen Discord ins Leben gerufen. Den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Der ist nur für Streamer geeignet und Leute, die partizipieren. Egal wie groß ihr seid, egal welche Größe ihr habt oder egal wie regelmäßig oder egal auf welcher Sprache und egal was euer Content ist, ihr könnt auf jeden Fall mithelfen. Ihr könnt euch unten auf dem Discord melden, da findet ihr alle Infos. Wir streamen morgen und übermorgen bis ungefähr 12 Uhr. Also das wird kein 12-Stunden-Stream, aber wir können abgesetzte Streams machen und sammeln zusammen alle auf ein Konto. Das Alert-System ist relativ einfach. Die Alerts werden bei jedem angezeigt. Das heißt, wenn jetzt jemand bei, weiß ich nicht, bei Papa Platte zum Beispiel spenden sollte, sehe ich den Alert auch. Ging nicht anders. Auf die Schnelle haben wir es nicht anders hinbekommen, jedem einzelnen Streamer einen einzelnen Alert zu bauen. Ich hoffe, das ist okay. Ihr müsst natürlich die Alerts auch nicht nutzen, sondern könnt auch einfach nur oben das Spendenkonto haben. Und primär geht es darum, dass ihr einfach unten ein Panel bei euch in die Videobeschreibung bei Twitch haut, dort gemeinsam dann den Spendenlink verknüpft von der Better Place Seite. Better Place stellt auch für sämtliche Leute, die spenden, eine Spendenquittung aus. Super wichtig für die Leute, die größere Summen spenden, das irgendwie von der Steuer irgendwie absetzen möchten. Das ist auf jeden Fall alles soweit legit und abgesichert. Wie gesagt, der Stream fängt theoretisch morgen an, also ihr könnt morgen das ganze Ding schon nutzen und anfangen Spenden zu sammeln und endet am Dienstag bis 12 Uhr. Wir haben das zeitlich ein bisschen terminiert, weil wir natürlich schnellstmöglich das Geld an die betreffenden Vereine weiterleiten wollen. Unter anderem sind mit dabei das DRK und verschiedene andere Fluthilfen, die vor Ort tätig sind. Wie gesagt, wir waren selber vor Ort, haben mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem DRK und vielen Ortsverbänden gesprochen und wissen daher relativ gut, zumindest in der Region Eifel, wohin das Geld gehen soll und was mit dem Geld am besten angeschafft wird. Noch eine ganz, ganz wichtige Aufforderung, die ich hier, glaube ich, stellvertretend von Vereinen vor Ort und den Leuten aus der Eifel sagen kann. Es ist mega, mega cool, dass viele Leute runterfahren und helfen. Passt nur bitte auf, sehr viele Straßen sind nicht tatsächlich zugänglich, die sind komplett weggebrochen, die sind unterspült, der Asphalt bricht weg und wenn ihr kein geländefähiges Fahrzeug habt, versucht es erst gar nicht darunter zu fahren. Ebenso, geht nicht runter, dreht Videos, macht Fotos oder seid schaulustige, ihr behinderter Rettungsarbeiten. Es werden noch über 1000 Menschen vermisst und die sollten im besten Falle schnellstmöglich geborgen werden. Ansonsten, Sachspenden und so weitere Geschichten könnt ihr natürlich gerne entrichten, bringt sie allerdings am besten in stadtnahe Sammelzentren und fahrt wie gesagt nicht runter und droppt vor irgendwelchen Häusern, weiß ich nicht, Säcke mit Konserven und so weiter und so fort. Die Ortsverbände und die Hilfskräfte vor Ort kriegen das selber ganz gut aufgeteilt und organisieren sich da selbstständig. Das war's auch schon von dem Video. Ich hoffe, das ist cool, dass es heute nur so ein Upload gab. Wir haben das ganze Wochenende fieberhaft dran gearbeitet. Ganz, ganz großer Dank geht raus an Dustin und Better Place an der Stelle. Cool, dass ihr so schnell verfügbar seid. Und ja, ab morgen geht's los. Ich freue mich auf euer Mitwirken und Mitmachen. Und in diesem Sinne bin ich raus. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.